Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skate. Ah, ja. Ich konnte nicht offscreen irgendwie was versuchen, probieren, wie auch immer. Ich war nämlich die letzten Tage nicht da und deshalb ging das leider nicht. Entschuldigung, Kollege, aber du bist mir gerade in den Weg gefahren. Okay. Deshalb müssen wir jetzt nochmal ein bisschen was probieren. Nee. Das würde ich gerne machen. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht wo. Ich bräuchte irgendwie wie so eine Art Skatepark oder so. Da könnte ich das, glaube ich, mega gut machen. Aber hier. Was ist denn heute mit denen los? Oder hier bei Plan B. Auch wenn ich Plan B absolut hasse, wisst ihr ja. Ach, hier ist auch ein Spot. Nein, warte, zwei. Ja, probieren wir einfach mal. Scheiße. Ah, ich weiß nicht, wo ich den Grind machen kann. Ja, super. Okay, am besten ich mache die Grabs später. Ich kümmere mich erstmal um den Grind. Das ist, glaube ich, jetzt das Wichtigste. Ich glaube, ich weiß auch schon wo. Komme ich nicht wirklich hoch, ne? Nee. Ja, kannst du vergessen. Nee, dann beende ich das mal. Da muss ich. Weil. Ich muss einfach nur irgendwo hin, wo ich grinden kann. Kann ich hier irgendwo grinden? Könnte ich. Ja, kann ich. Also drehen wir kurz mal hier um. Alles klar, Kamera läuft. Ja, das waren jetzt natürlich nur 4 Meter. Weil die Grabs kriege ich ja mit einem normalen Olli und dem hier kriege ich die Grabs ja schon hin. Das ist ja absolut kein Problem. Nur die 10 Meter Grind. Irgendwie klebt mein rechter Stick. Ich weiß nicht warum, ich will es auch gar nicht wissen, aber soll ich mich nur mal so gesagt haben. Okay. Musste Mama klatschen. Da musste Mama klatschen. Okay. Okay. Jo, abgeschlossen. Gut, war nicht schwer. Oh, nice. Immerhin war den Part geschafft. Da bin ich doch schon mal glücklich. Oh, ist das schön. Ich glaube, ich muss noch verdammt viele Filme machen. Ach, ich muss jetzt einen Sponsorenfilm machen. Jetzt haben wir 6000 Punkte. Kriege ich die hier hin? Ich würde einfach mal ja sagen, oder? Und bitte. Ich mache einfach wieder den hier.
Und dann kommen wir auf 1600 Punkte. Hier kommen wir nochmal auf 700. Wow, ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. Boah, da muss ich irgendwo hin, wo ich auch hoch runter springen kann. Aber trotzdem irgendwo danach. Erstens, dass ich da gut landen kann. Und ich muss danach noch weiter tricksen können. Was ist denn hier zum Beispiel? Alter, geh mir aus dem Bild. Okay. Hätte ja klappen können. Ich glaube aber, das kriege ich hin. Okay, kann losgehen. Genau so. Wirklich. Bravo. Sehr gut gemacht, Freund. Sehr gut. Schade. Ah! Here we go. Zählt er schon? Nein, natürlich nicht. Ah, der kommt da aber auch immer quer auf. Verdammte Scheiße, der darf da nicht quer aufkommen. Alles klar, das ist das Problem. Ja, ich will halt Spins machen, weil das bringt mir Punkte. Ich brauche die Punkte. Ja, so viele Punkte hat das jetzt auch nicht gegeben und da hoch schaffe ich es nicht mehr. Ah, ja, ich probiere es einfach mal hier. Sollte ich es hier nicht schaffen, dann werden wir im nächsten Part mal eine andere Location suchen. Okay, Kamera läuft. Los. Ich kenne mich ja leider auf der Overworld von Skate 1 nicht so gut aus wie in den anderen beiden Teilen. Irgendwie kann ich mir die Map von Skate 1 nicht so gut einprägen wie die aus Skate 3 oder Skate 2. Liegt vielleicht daran, dass ich die beiden Teile öfters gespielt habe, aber ist ja eigentlich auch nicht so. Das war jetzt zum Beispiel verdammt gut. Warum? Was zur Hölle hat er jetzt? Warum wollte er jetzt einen Backflip machen? Was ist denn falsch mit dir? Ah, schon mal einen Multiplikator aufstellen. Geile Technik, echt der Hammer. Okay. Ich werde nur leider nicht dahin kommen, wo ich hin will. Ah, scheiße, 5000 Punkte. Oh, das war mega gut, ey. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich den Fehler gemacht habe. Ich hätte da nicht weiter geradeaus fahren dürfen, sondern hätte einfach wieder zurückfahren sollen. Ah, scheiße, okay. So, schon mal einen Multiplikator aufstellen. Den am besten hier weiterführen. Und am besten hier. Sehr geil. Natürlich jetzt nicht so viele Punkte gemacht wie eben. Hier zurückfahren. Ah!
In 5400. Ach, scheiße. Aber ich kann das hinkriegen. Ich weiß das. Okay, jetzt habe ich hier keinen Multiplikator aufgestellt. Jetzt gibt es nichts. Ja, so oder so nicht. Kann ich bitte... Ja, danke. Ich wollte auf die Fresse fliegen. Also, das war beabsichtigt. Okay. Okay. Wir kriegen das hin. Multiplikator. Multiplikator halten. Ah, oh, dann springe ich scheiße ab, ey. Ah. Ah. Scheiße. Ich krieg das hin. Ich weiß das, aber. Es ist verdammt schwer. Alles klar. Okay. Ich habe leider keinen Speed dahin. Und jetzt hänge ich hier feste. Das ist natürlich super. Da kann ich mich direkt mal wieder aufs Maul legen, damit ich das hier neu starten kann. Boah, das ist schwer, aber es ist machbar. Nein! Ich wollte da runterjumpen! Nein! Ah, damn it! Egal. Auf ein neues. Alles klar, mein Freund. Wenn du denkst, das würde irgendwie, hättest du irgendwie hinbekommen können, dann... Ja, sei froh. So mache ich mehr Punkte, sehe ich. Jetzt nicht ganz so viele Punkte gemacht. Aber hier nochmal ganz viele Punkte gemacht. Nein, ich war bei 1000. Oh, das wäre schon fast gewesen. Ey, leck mich am Arsch. Ah. Wow, direkt mal zwei Multiplikator. Oh, das könnte mega geil sein hier. Ja, das war mega geil, aber ich habe, glaube ich, keinen Speed da hoch. Dann nehme ich halt das hier. Wird nur noch 10 Sekunden. Ah, schade. Aber ich hatte da schon mal zwei Multiplikator. Das war mega geil. Und dann hatte ich leider nicht genug Speed, weil ich ein bisschen quer aufgekommen bin. Ah, wenn ich da geradeaus aufgekommen wäre, also wenn ich da wirklich gerade aufgekommen wäre, hätte ich das geschafft. Aber es gibt ja immer irgendwas. Ah, jetzt habe ich leider keinen mal zwei Multiplikator. Boah, leck mich am Arsch. Scheiße. Ich krieg das hin. Ich weiß das. Es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Nur ich muss wirklich den perfekten Run haben. So, mal zwei. Und dann komme ich wieder quer auf und dann. Ah. Okay, Kamera läuft. Los. Okay, diesmal kein mal zwei. Egal, egal.
Oh, wieder super knapp. Schaffe ich aber. Aber kein mal 3. Das ist dann natürlich ein bisschen scheiße. Und das werde ich auch nicht hinkriegen. Ich habe ja 5000 Punkte, 4000 Punkte schaffe ich ja, aber 6000. 1000er mehr. Alles klar. Dankeschön, mein Freund. Danke. Okay, kann losgehen. Heiliges Windviech. Ah, Gott. Ah, 1-2 Minuten gebe ich mir noch. Los geht's. Ah, jetzt habe ich ganz vergessen, den Multiplikator aufzustellen. Nun komm schon, du Memme. Das war mein Fehler. Das gebe ich zu. Ich glaube, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit geben würde hier, dann schaffe ich das. Aber ich will euch ja jetzt auch nicht hier 800 Jahre festhalten. Warum zur Hölle? Fragezeichen. Alles klar, Kamera läuft. Und Scheiße. Boah, komm, jetzt habe ich Speed. Yes. Oh, scheiße, ich wollte erst noch da runter springen. Und dann habe ich aber gesehen, scheiße, ich habe nur noch 3 Sekunden. Du musst jetzt irgendwas machen. Dir fehlen nur noch 400 Punkte. Und dann habe ich einfach irgendeinen Trick gemacht und dann hat's gereicht. Oh Gott, ey, leck mich am Arsch. Oh. Ey, du hast was verpasst. Ja, es ist vorbei. Foto G war einfach der Hammer. Das war Hillbombing vom Feinsten. Hätte dir voll gefallen. Aha. Ja, alles klar. Dann bis später. Tja, was soll ich sagen? Der Deal ist perfekt. Fresh hat angerufen. Und du bist Skater des Jahres. Ich soll ein fettes Cover mit dir machen. Also los, an die Arbeit. Skater des Jahres! Ich darf das Foto machen. Oh, ist das schön. Jo, das musst du dir mal geben. Vielleicht ist dann ja schon der nächste Part der letzte, weil bei Mac komme ich ja einfach nicht weiter. Da wisst ihr, da verarscht mich das Spiel so ein bisschen. Weil ich eigentlich genau das mache, was die von mir verlangen, aber das Spiel sich denkt, nee. Nee, wir wollen dir das aber nicht geben. Und ja, deswegen. Ich kann ja momentan nur Thrasher machen und wenn der Thrasher mit dem Foto vorbei wäre, dann. Ja, wer weiß. Ja. Aber wir werden im nächsten Part mal sehen. Ich habe aber auch noch so viele Spiele, ich bin dann auch mal froh, wenn ich da irgendwas vorbeigeht. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.